Ich mag sein Gesicht nicht. Aber schön ist, dass die Schweinchen noch mittanzen. Das gefällt mir irgendwie auch nicht, wie die ihre Augen bekommen. Weil die wechseln dann irgendwie die Farbe, die Bäume. Das sieht komisch aus. Es tut mir leid, dass ich hier bei dem Spiel nur am Meckern bin. Soll aufhören, so zu gucken, ey. Ich mag den nicht. Aber anscheinend kann man die Bienen auch abfackeln. Das gefällt mir hier natürlich sehr gut, dass man hier so durchgucken kann. Schön. Schön, schön, schön. Ja, komm. Gut, du hast auch nichts zu erzählen. Das ist schön. Ich finde das auch schön, dass es hier noch so... Obwohl, normale Bäume gab es, glaube ich, auch, ne? Ich dachte... Achso, du bist das. Normalerweise müsste jetzt was kommen, von wegen, es ist noch ein weiterer Satyr in Stein gefangen. Irgendwie sowas. Meine ich mal. Wie schön, frei zu sein. Jetzt musst du nur noch einen Satyr retten. Die sprechen so komisch. Naja. Ja, sie ist da drinne. Sie war hier hinten irgendwas? Das wäre hier super versteckt dafür. Nee. Was los? Oh, ein Drache! Vielleicht kannst du helfen. Meine Freundin ist in dem Raum eingesperrt und der Schlüssel ist weg. Und um diese Uhrzeit arbeitet kein Schlüsseldienst. Mach die Tür kaputt, du Spinner, du. Weil sie Spinner hieß. Oder Spinner, keine Ahnung. Eigentlich Spinner, weil sie ein Jojo hat. Aber steht halt Spinner, ne? Du hast alle Satyren in den zerbrochenen Hügeln befreit. Jetzt solltest du den Tempel erkunden. Nee. Da warte ich mal noch mit. Oder wie sieht's denn hier aus? 14. 12 haben wir. Na gut, dann machen wir mal hier weiter und bereinigen das Ganze hier unten. Maul! Das ist ja noch trauriger als im Original. Na, jetzt hat er sich da an der Wand festgehangen. Geh da rein, du Fettsack. Ach, dann halt nicht. Ich habe rote Augen.
Habe ich schon immer rote Augen gehabt? Tschüss. Habe ich den hier in der Wand festgemacht? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was denn, wenn ich die so... Super, Julia, du bist die Beste auf dem ganzen Planeten und das weiß einfach jeder. Oh. Oh, der ist noch nicht. Warum ist der denn nicht? Warum? Warum wird das nicht gespeichert? Ich möchte das nicht hören. Ich möchte das nicht hören. Mach das weg. Mach das weg. Man kann es. Doch, man kann es wohl weg. So. Ach ja. Tschüss. Und so große Hände. Okay, da kommen wir nachher hin. Ich muss sie eigentlich gar nicht alle töten, ne? Eigentlich nicht. Aber jetzt kann ich hier schon den Rundweg aktivieren. Machen wir mal 3 Runden sollen wir hier machen. Yeah. 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 Ach, ficken. Schön. Ich wollte gerade sagen, Runde 1 hätten wir schon mal. Da wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das ist doch scheiße, sowas. Dann tun wir hier erstmal bereinigen. Warum kann man denn da so hoch springen? Das ist doch total dumm. Okay, dann quatschen wir erstmal mit ihr. Die hat sich ja, glaube ich, nur versteckt, weil sie keinen Bock auf die anderen hatten, ne? Oh, hi, Drachenjunge. Sicher erwartest du, dass ich sage, oh, mein Held, danke, dass du mich, armes, hilfloses Wesen, gerettet hast. Vergiss es, Kurzer. Ich war nur hier drin, weil es so schön still war. Aber, tja, die anderen Faune wollten, dass ich dir diesen Talisman gebe. Ah, okay. Es baut sich immer noch so schön auf. Okay, dann werden wir das Ganze jetzt nochmal probieren. Hm. Ja, ist okay, halt's Maul. Ja, das war gerade sehr knapp. Also Nummer 1 hätte... Oh, das ist so dumm, Alter. Warum geht das? Und ich drücke auch nicht feste auf den Knopf. Ich tippe nur an. Nummer 1. Nummer 2. So.
ich noch mal? Ich bin verwirrt. Ich mag das nicht, verwirrt zu sein. Warum habe ich den nicht gekriegt? Mann. Dann machen wir erstmal die Aufgabe. Bin ich nicht dreimal da durchgelaufen? Hast du diese Tür für mich aufgebrochen? Ich dachte schon, ich komme hier nie raus. Ich habe diese schicke Kugel gefunden. Bitte nimm sie. Die hat eine schöne Hautfarbe. Die mag ich. Die alle mit ihren scheiß Jojos, ne? Oder habe ich den bekommen? Ich habe es noch nicht mitbekommen. Irgendwie sowas? Nee. Dann nochmal. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie verbuggt ist oder so. Nummer 1. Nummer 2. Oder wollen die, dass wir da oben drüber laufen? Ach, komm, ey. I doubt it. Ich will mal grad was ausprobieren. Okay, das geht, glaube ich, nicht. Ach Mann, das ist so dumm, dass der so hoch springt. Ne? Das kotzt mich so hart an. Eins. Zwei. Zählt das jetzt? Verstehe es nicht. Also ich bin eindeutig dreimal hier rumgelaufen. Warum kriege ich diesen Könnerpunkt nicht? Oder soll ich den Weg hier laufen, wie der Weg hier ist? Wie läuft der denn? Das fände ich natürlich sehr dumm. Ach komm. Ach. Also ich versuche das hier jetzt noch einmal, also einmal richtig hier
den Weg zu laufen, der eigentlich anscheinend gemacht werden soll. Den aber, glaube ich, damals niemand so gelaufen ist, weil die Viecher einfach im Weg stehen. Aber ich versuch's einfach mal. Ich hoffe mal, ich denke jetzt dran. Ach Mann, ey. Das kotzt an, Junge. Vor allem, weil ich es eigentlich schon mehr als einmal geschafft habe. Ficker, ey. Mann! Entweder knall gegen die Wand und bricht dann ab oder geh da drüber. Nummer 1. Nummer 2. Ich muss diesen dummen Weg entlang laufen. Das muss man damals aber nicht machen. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass man das machen musste. Achso, ich musste ja jetzt nochmal laufen wegen der Schatztruhe da. Ich bin damals auch hier lang gelaufen, weil es einfach der richtige Weg ist. Na gut, das ist auch schlecht von mir gewesen. Aber man hat es ja probieren können, so noch. Okay, one more time. Bitches. Und danach suchen wir die restlichen Edelsteinchen. Hier sind ja noch viele, die... Das nervt. Sollte verkloppt werden, der sich das ausgedacht hat. So. Nochmal. Yay. Ich freue mich nicht. Wann soll ich denn abspringen, ey? Das ist doch dumm. Wenn ich vorne von der Spitze aus abspringe, springt Spyro zu hoch. Wenn ich etwas weiter zurück abspringe, dann schafft das oder schafft es halt nicht. Mann! Gottverdammte Kacke, ey! Ich hasse dieses Level. Das dümmste Dreckslevel, was es überhaupt gibt. Allein die ganzen Aufgaben hier drin, ne? Die kannst du echt alle in die Tonne scheppern. Das hätten sie auch ruhig aus dem Spiel rauslassen können. Hier als auch im Original. Mann, nee, warum machen die denn da so eine beschissene Hitbox hin, nee. Überall ist er am Abrutschen von den Wänden, aber nein, da rennst du gegen, ist klar. Halt mit deinem
Schulterhaar gestriffen hast. Ach, fick dich doch, du dummer Ficker. Oh Mann, das regt mich gerade so hart auf, ne? Es regt mich auch echt auf, dass sie in diesem Teil so viel verschlimmbessert haben. Also Namen als auch irgendwelche Missionen, die total einfach geworden sind oder so. Dann die Steuerung mit dem Springen hier, dass er so überhoch springen kann, während er rennt. Wenn ich da jetzt rüber gesprungen wäre, ne? Da wäre hier aber... wäre hier der Weltkrieg ausgebrochen, der dritte. So. So. Ich will gar nicht mit dir reden. Halt dein Maul. Haltet einfach euren Maul. Halt deine Fresse. So, ich will jetzt nur noch die dummen Edelsteine hier holen und dann bin ich weg. Du hast eine schöne Butze, aber ich werde nicht mit dir reden. So. Hier unten liegt, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir noch hier vorne hin. Hoffentlich zwei Zehner da drin, dann können wir verpissen. Uns. Das ist meine Antwort darauf. So, bitte zwei Zehner, bitte zwei Zehner. Ein Zehner, zwei Zehner, super. Schön, ich bin weg. Fick dich. Wo geht's hier nach Hause? Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Oh. Haben sie auch was drin verändert. Weil das war eigentlich nur einer, dem das gefallen hat. Ich bin irgendwie enttäuscht vom zweiten Teil. Vielleicht, weil der zweite Teil auch mein Lieblingsteil ist. Und ich daran dann so verbissen darin bin, dass das genauso gemacht wird wie damals. Aber es stört mich irgendwie einfach. Gut. Dann. Habe ich jetzt keine Lust auf den Magma-Kegel, sondern ich möchte jetzt ganz gerne den Eisring machen. So heißt er, glaube ich. Eisstrecke natürlich, Entschuldigung. So. Und da haben wir ja auch eine versteckte Aufgabe wieder. Die mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat damals. Okay, dann fangen wir mal damit an, dass wir entgegengesetzte Fahrtrichtung oder Flugrichtung die Fuzzis hier töten. Das ist nicht richtig, was ich hier mache. Ach komm! Das ist doch doof. Ich müsste eigentlich, wenn ich die fertig habe, müsste ich, glaube ich, eigentlich mit den Bögen anfangen. Mal gucken, wo der nächste Bogen ist. Ja, direkt, okay. Meine Nase juckt! Ja, okay, ich muss... erstmal meine Nase kratzen. So. Ah. Dann machen wir das Ganze nochmal.
Und dann unbedingt durch den Bogen durch und nicht die Schlange töten. War das der Bogen? Ich bin mir unsicher. Ich meine, das war der Bogen. Okay. Genau, und dann war das hier irgendwie so durcheinander. Wäre nice, wenn ich komische Trophäe, also nicht Trophäe, die... Oh Gott. Wo ist der? Wo ist der letzte? Okay, den Fähigkeitspunkt habe ich direkt bekommen. Uiuiuiui. Oh. Was ein Glück. So, jetzt wollte ich aber gerne mal gucken. 1,12 war bestimmt 1,15, ne? Da wollte ich letztens nämlich mal nachgucken, wie hier der Punkt war. Ja, 1,15. Ne, oh, warte. Moment.